Hallo, willkommen in der 10. Folge aus meiner Reihe Fusion 360 einfach schnell erklärt. Im heutigen Video geht es um den Menüpunkt Punkt. Der ist auch relativ schnell erklärt. Ihr könnt anhand von diesem Befehl irgendwo einfach Punkte platzieren, die ihr, warum auch immer, ihr habt jetzt eine Linie gezeichnet. An dieser Linie wollt ihr genau an dem Punkt einen Punkt haben. Dann geht ihr auf den Menüpunkt Punkt und sagt, ja, ich will jetzt genau da einen Punkt haben und ich will da einen Punkt haben, um nachher einen Kreis genau da drauf zu platzieren. Oder warum auch immer. Ihr habt eben mal so einen Punkt braucht. Mehr gibt es dazu nicht zu zeigen. Hoffe, ich habe euch was Neues erzählt oder habt was gelernt. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da oder wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sogar ein Abo da. Falls ihr kein Video mehr aus der ganzen Reihe verpassen wollt, aktiviert doch einfach die Glocke. Dann seid ihr sicher, jede Folge mitzubekommen. Wir sehen uns dann im nächsten Teil und das ist Teil 11 der Serie wieder und da geht es um den Menüpunkt Text.